Es gibt viele Unterschiede zwischen Männern und Frauen, aber zwei besondere, die wirklich Männer und Frauen auszeichnen. Und da hat sich eine ganze Industrie drauf ausgerichtet. Das weiß man sehr gut, da macht man riesig Geld mit. Bei Frauen ist es anders. Deswegen haben Frauen auch ganz oft einen ganzen Schrank voll nichts anzuziehen. Aber ein Kopftuch tragen ist heute nicht so leicht. Und einige sorgen sich und sie fragen, was kann ich tun? Sie möchten Rat und sie machen Dua und sie versuchen das einmal. Dann kriegen sie komische Blicke und dann hören sie wieder auf damit. Und wenn man so mit dieser Sache umgeht, gute Taten können gewaltig werden oder auch nichts wert sein, genauso wie Sünden gewaltig werden können oder auch unbedeutend sein können. Worauf es sehr stark ankommt, ist deine eigene Einstellung. Ja. Nimm einen Klassiker in der heutigen Zeit, Kopftuch, das Thema überhaupt. Ich kriege so oft Fragen dazu. Eine der häufigeren Fragen zum Kopftuch, wenn ich einmal nach Mekka gefahren bin, zu Umrah oder zu Hadsch und wenn ich zurückkomme, muss ich dann Kopftuch tragen? Also Kopftuch tragen musst du vorher und nachher. Aber was die Leute denken, ich war jetzt einmal in Mekka, wenn ich jetzt zurückkomme, darf ich nie wieder eine Sünde machen. Zumindest nicht Kopftuch. Es gibt keine Verbindung dazwischen. Also Mekka und das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Ja, man geht nach Mekka, man kommt zurück, man versucht sein Leben zu ändern, aber es gibt nichts Spezielles daran. Aber man merkt schon, Kopftuch ist ein eigenes Thema. Also es ist unglaublich groß. Aber warum geht es überhaupt beim Kopftuch, damit man das einmal versteht? Ein Scheich hat das mal sehr schön erklärt, da ging es um die Weisheit hinter dem Kopftuch. Was ist, das Kopftuch selber, der Befehl dazu ist in Surat An-Nur. Das ist eine sehr schöne Sura mit dem Lichtvers. Und wo es, also einer der zentralen Verse in dieser Sura ist, wo, in dem es um das Licht, was in uns steckt, geht. Das ist Ayat An-Nur, dieser Lichtvers. Aber was macht dann das, was machen diese Regeln für Kopftuch und auch andere Regeln, wie die Blicke senken? Was haben die damit zu tun, mit dem Licht, was in einem steckt? Es gibt viele Unterschiede zwischen Männern und Frauen, aber zwei besondere, die wirklich Männer und Frauen auszeichnen. Und da hat sich eine ganze Industrie drauf ausgerichtet. Das weiß man sehr gut, da macht man riesig Geld mit. Eine der größten Versuchungen für die Männer ist es, die Blicke zu kontrollieren. Die schauen sich gerne alles Mögliche an, gerne schauen sie sich auch Frauen an und gerne auch Frauen, die möglichst wenig anhaben. Und da gibt es eine milliardenschwere Industrie für. Ihr glaubt nicht, wie viel Geld damit verdient wird. Überall. Und ganz wenige, denen wir nur widerstehen können. Und das ist eine Industrie, die richtet sich, 100 wäre übertrieben, aber 98% an die Männer. Das ist deren Ding. Das zu sehen, Blicke. Das ist die große Versuchung. Und das große Problem, die große Schwierigkeit bei den Männern, das sind die Blicke. Und bei den Frauen ist es anders. Diese Industrie richtet sich nicht so sehr an die Frauen, aber die Frauen haben eine eigene Industrie. Wisst ihr, was die Industrie der Frauen ist? Sich zu zeigen. Sich aufzuhübschen sozusagen. Damit meine ich nicht schöne Kleidung tragen. Also es geht mir nicht darum, dass man vernünftig aussieht und ein vernünftiges Kleid anhat und ein farblich passendes Kopftuch dazu. Das meine ich gar nicht. Ich meine alles, was es in einem besonderen Maße heraushebt. Mode, Make-up, Frisuren. Ja klar, Männer frisieren sich auch, aber bei uns ist das simpel. Also es gibt keine so großen Unterschiede jetzt zwischen unseren Frisuren, sag ich mal. Aber das ist halt bei uns so. Wir kommen aus mit drei verschiedenen Garderoben. Jeanshose, Anzug für Feierlichkeiten und fertig. Aber bei Frauen ist es anders. Die Schuhe müssen passend zum Kleid sein und die müssen auch passend zur Handtasche sein und zum Kopftuch und zum Schmuck und zur Handyhülle. Und deswegen haben Frauen auch ganz oft einen ganzen Schrank voll nichts anzuziehen. 100 Millionen Klamotten, aber irgendwas passt nicht mit dem und dann ist da so ein kleiner Goldabsatz, der beißt sich mit dem grünen Kleid, was blaue Streifen hat und das passt gar nicht zu Gold oder umgekehrt. Das ist ganz komisch. Ich habe vor ein paar Tagen eine Statistik gesehen, wie viele Paar Schuhe und das war die Geschlechter haben, Männer und Frauen. Frauen haben im Durchschnitt 20 Paar Schuhe. Ich weiß nicht, was ich mit 20 Paar Schuhen machen würde. Aber die müssen halt immer zu allen möglichen Dingen passen und man muss auf alle möglichen Eventualitäten vorbereitet sein. Wenn eine neue Handtasche kommt oder irgendwas anderes halt. Aber es gibt wirklich eine ganze Industrie, allen voran diese Beauty-Industrie mit Schminken und keine Ahnung was, die sich halt speziell daran richtet. Und sie richten sich an verschiedene Geschlechter. Weil man auch weiß, wie die ticken. Man weiß, wie Männer ticken. Und es ist noch viel extremer und deutlicher da. Man weiß auch, wie das bei Frauen ist. Und in Surat An-Nur sind zwei sehr zentrale Befehle von Allah. Der eine Befehl an die Männer, die Blicke zu senken. Zwar auch an die Frauen, aber bei denen ist es nicht so dramatisch und problematisch. Aber bei den Männern ist das die eine Sache. Und Allah befiehlt den Frauen, sich nicht so zurechtzumachen, dass sie halt wie wild die Aufmerksamkeit der Männer auf sich ziehen.
ganz vernünftig draußen rumlaufen, darum geht es nicht, aber es gibt eine bestimmte Art, sich zurechtzumachen, dass alle denken, schau mal. Und Allah sagt den Frauen, das nicht zu tun. Warum ist das beides? Warum die Blicke für die Männer und das Auftreten draußen für die Frauen etwas dezenter? Damit man das Licht, was man in sich trägt, bewahrt. Denn das wird zerstört. Bei den Männern durch ihre Blicke und durch das, was sie sich anschauen. Und bei den Frauen, wenn sie sich auf eine unmögliche Art, sag ich mal, präsentieren. Immer wieder betonen, es geht nicht um schöne Kleidung. Das meine ich nicht. Es gibt eine Art der Kleidung, die in Richtung von den Frauen geht, die draußen mit bestimmten Dingen ihr Geld verdienen. Das ist das. Das zerstört das Licht, was man in sich trägt. Aber ein Kopftuch tragen ist heute nicht so leicht. Du hast diejenigen, die neu konvertiert sind. Einige sind zurückgekommen, nachdem sie lange Zeit von wer weiß wo verbracht haben. Und das ist hart. Das ist keine so leichte Sache. Es ist wirklich schwer. Und einige sorgen sich und sie fragen, was kann ich tun? Sie möchten Rat und sie machen Dua und sie versuchen das einmal. Dann kriegen sie komische Blicke und dann hören sie wieder auf damit. Und wenn man so mit dieser Sache umgeht, und dann stehst du irgendwann vor Allah. Und du stehst irgendwann vor Allah und du hast es lange Jahre versucht und mal hat es geklappt und mal hat es nicht so gut geklappt mit Kopftuch hin und her, bis du es irgendwann einmal geschafft hast. Aber dann gab es Jahre, wo du es nicht geschafft hast. Dann besteht auch eine große Hoffnung, dass Allah das anschaut und sagt, das war gut. Selbst wenn du es am Ende nicht geschafft haben solltest, aber du hast es immer und immer wieder aufrichtig versucht. Dann ist eine große Chance, dass Allah das sieht, selbst das, was sich über Jahre in deinem Buch angesammelt hat und sagt, ist schon gut, passt. Das ist deine Einstellung. Umgekehrt, und das ist eine Sache des Herzens, das beobachtet man sich selber. Das beobachtet man bei sich selber. Wenn man sich unbedingt zurechtmachen möchte, ich möchte die Aufmerksamkeit von anderen, ich brauche das. Das gibt mir einfach unglaublich viel. Das steckt so in mir drin und ich will einfach nicht darauf verzichten. Und das ist der Grund, warum man das am Ende nicht macht. Das ist was anderes. Und dann musst du Angst haben, dass Allah das anschaut. Und wenn er das dann anschaut und auseinandernimmt, dann ist die Sache vorbei. Es ist am Ende beides das Gleiche, von außen betrachtet. Aber die Bewertung ist eine andere. Und bei dem einen besteht die große Hoffnung, dass Allah es nicht genau anschaut. Und bei dem anderen musst du dich darauf vorbereiten, dass er es doch anschaut. Und wenn er es analysiert, dann gibt es keine leichte Abrechnung und das reicht. Es reicht, wenn er einfach nur anschaut, was in deinem Buch geschrieben steht. Du bist fasziniert vom Koran, aber kannst ihn noch nicht auf Arabisch lesen? Dann habe ich was für dich. Ich habe an einer Methode gefeilt, wie jeder erwachsene Muslim flüssig den Koran lesen lernt. Die QSK-Methode. Was die QSK-Methode genau ist, das erfährst du noch. Klick dazu jetzt auf den Link.